Also was uns bewegt hat, dieses Good Colors zu machen, war eigentlich am Anfang sogar eine Kritik. Die Kritik war, dass viele Kunden gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr wahllos neue Papiere und Produkte, sondern wir wollen jetzt irgendwas haben, was uns weiterhilft. Und dann haben wir uns gesagt, warum nicht einmal was Kreatives machen, was richtig einen Sinn hat. Und dann haben wir uns überlegt, Sinn würde machen, wenn wir das Thema Farbe als ein System begreifen und komplett zusammenführen. Und jetzt sind wir ja mit diesem Farbsystem um die ganze Welt. Wir waren in Tokio, Mailand, heute in Zürich, auch in Deutschland mehrere Stationen. Und was uns eigentlich jetzt im Nachhinein am meisten beflügelt oder uns bestätigt, dass wir richtig gelegen sind, ist, dass uns die Leute jetzt immer mehr sagen, Mensch, endlich hat einmal jemand ein kreatives Papier gemacht, das einen Sinn macht und nicht einfach nur für Effekthascherei ist. Und ich glaube, das ist jetzt das, was das Gmund Colors ausmacht, es ist ein Farbsystem mit Sinn. Was ich einfach toll fand, ist jetzt auch diese Mischung von den Besuchern. Ich habe mit ganz vielen Kreativen gesprochen, ich habe mit Druckern gesprochen und vielleicht sogar ein bisschen im Gegenteil zu dem Image, was die Schweizer manchmal haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die offensten Besucher, die offensten Zuhörer von unserer ganzen Welttournee war jetzt heute hier in Zürich. Emotionen, ein tolles Marketing, ein Treffen von lieben Leuten und Anregungen natürlich. Ein bisschen weg vom Mainstream, sondern mehr richtig persönlich. Ein Papier, so kreativ, kann erzählen, das klingt nur der Gmunder. Endlich sind das mal die richtigen Farben, mit einem guten Partner und ich freue mich auf geile Produkte. Die Haptik, die hat nur Gmund Colors.